Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und oh mein Gott, ich muss ein bisschen leise machen, denn ihr seht schon, es ist dunkel draußen, es ist nämlich ganz spät und ich habe heute wieder etwas richtig Lustiges geplant, denn wir werden heute einfach Pranksy den ganzen Tag wieder pranken, denn ich habe etwas vorbereitet. Wir werden nämlich heute die krassesten Fallen bauen, die ihr jemals gesehen habt, Freunde. Deswegen lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, beeilen wir uns auch, weil Leute, Pranksy müsste jetzt eigentlich schlafen, es ist gerade 2 Uhr in der Nacht und ihr seht schon, ich habe etwas ganz, ganz Cooles vorbereitet. Ihr seht, hier ist meine Küche. Und passt mal auf, Leute. Ich habe hier was einbauen lassen. Schaut mal. Da ist einfach so eine Bunkertür. Okay, Leute, ich mache die jetzt mal auf, aber das wird ein bisschen quietschen. Wir müssen ganz leise sein. Und... wow, wow. Leute, ist das nicht cool. Okay, und ihr seht schon, jetzt geht's da ganz tief nach unten. Okay, wir gehen jetzt mal nach unten, Leute. Wow, wow. Und da seht ihr schon, da hinten ist mein geheimer Raum, Leute. Aber ich komme da gar nicht hin, weil da gerade noch Gitter davor sind. Und jetzt zeige ich euch was. Ihr seht diese Fackel, Leute. Passt auf und zack. Das ist einfach ein Hebel, der als Fackel getarnt ist. Und jetzt ist hier mein geheimer Secret-Raum, Leute. Ihr seht das schon. Und jetzt würde ich sagen, Leute, setzen wir uns einmal an unseren PC ran und gucken erstmal in die Kamera. Denn ich habe in Braxys Haus einfach eine geheime Kamera installiert. So. Okay, Leute, ihr seht schon, ich bin jetzt hier in der Kamera in Braxys Haus. Und du bist aufgestanden. Es ist mitten in der Nacht, Leute. Was macht der? Er geht in seinen Keller? Okay, ich glaube, er geht irgendwie aufs Klo oder so. Wir müssen warten, bis er sich wieder ins Bett legt, Leute, weil sonst kann ich ja die Falle gar nicht bauen. Hat das gut getan. Und direkt wieder ins Bettchen. Okay, Leute, Braxy schläft wieder. Das ist perfekt. Wow, Leute, okay. Braxy war jetzt eben auf Klo und hat sich wieder schlafen gelegt. Das ist perfekt. Aber jetzt muss ich euch noch etwas ganz Besonderes zeigen. Und zwar, ihr seht schon, ich habe hier ganz viele Regale. Aber genau unter diesem Block, diesen Steinblock, wenn ich da einmal drauf drücke, seht ihr schon, ist es einfach eine getarnte Kiste. Ihr seht das, Leute, hier. Hier geht überall nichts. Und sobald ich hier drauf drücke, ist einfach eine geheime Kiste da. Und ich habe hier richtig geisteskrank viele Sachen drin. Ich habe zum Beispiel Fake-Gras. Ich habe Gifteimer. Ich habe Spikes, ich habe Diamantenminen. Wenn man die abbaut, explodiert einfach alles. Hier, Kistenbomben. Sobald man die öffnet, explodieren die einfach. Ich habe Treibsand, ich habe Fallen. Ich habe richtig krasse Sachen, wo wir richtig viele Fallen bauen können. Und damit werden wir Braxy heute den ganzen Tag pranken, Leute. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit der ersten Falle an. Und zwar würde ich sagen, wir fangen ganz einfach an. Und zwar mit dieser Fallgrube hier. Nehme ich mal ein paar mit und diese Spikes. Denn dann werden wir vor Braxys Tür einfach eine geheime Falle bauen. Ich würde sagen, das wird die erste Falle, die wir entstehen werden. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt auf den Weg. Aber erstmal hier wieder alles schön zumachen, dass man nicht mal reinkommt, Leute. Es wird auch niemand auf die Idee kommen, auf diese Fackel zu drücken. Das ist so cool. Okay, jetzt unseren Bunker wieder zumachen. Zack. So, dann würde ich sagen, müssen wir aber jetzt ein bisschen leise machen. Denn ihr seht, es ist gerade ganz dunkel draußen. Okay, ihr seht ja, da vorne ist Braxys Haus, Leute. So, Leute. Oh, ich hoffe, Braxy ist doch am Schlafen. Warum ist bei? Muss ich die Tür auf? Merkwürdig. Okay, müssen jetzt ganz leise machen, Freunde. Okay, so, ich zeige euch auch direkt, wie die erste Falle funktioniert. Und zwar nehme ich hier meine Axt und dann bauen wir hier einmal so eine kleine Fläche frei. So, zack. So, und jetzt nehme ich einmal meine Spitzhacke. So, dann bauen wir einmal hier nach unten. Zack, zack, zack. Das sieht sehr gut aus, Leute. Perfekt. Jetzt nehme ich hier diese Spikes. So, dann gehen wir einmal rein. Und jetzt mache ich hier so Spikes. Na, wir dürfen da auf keinen Fall reintreten. Dann kriegen wir direkt ganz großes Aua. Okay, so. Jetzt am besten irgendwie hier hoch. So, zack. Das bauen wir ab. Und da auch noch ein Spike. Sehr gut, Leute. Und jetzt zeige ich euch was jetzt. So, okay, Leute. Und jetzt nehmen wir einmal hier diese Fallgrube. Und diese Fallgrube müssen wir jetzt einmal hier ran machen. So, zack. Und jetzt nehmen wir uns hier diese Holzbretter und machen die hier einmal wieder drauf. Und jetzt seht ihr schon, ist das einfach unsichtbar. Und wenn man jetzt da drüber läuft, fällt das einfach in sich zusammen und er fällt in die Spikes rein, Leute. Okay, jetzt würde ich sagen, verstecken wir uns schnell irgendwo. Am besten, wir verstecken uns auf dem Haus von Schleimi. Okay, und dann müssen wir warten, bis Tag wird. Dann wird Braxy aufstehen und voll da reinlaufen. Also, das hoffe ich zumindest. Müssen wir noch irgendwie hier hochkommen, Leute. So, Leute, ich habe jetzt ein bisschen gewartet. Ihr seht, die Sonne ist aufgegangen. Braxy müsste jetzt eigentlich gleich aufstehen. Ich sehe auch gerade, der ist schon wieder im Keller gewesen. Warum das denn? Okay, so. Na, 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 na. Ach, schönes Wetter heute. Warte. Was macht der da, Freunde? Er holt sich irgendwas und bitte. Ey! Oh nein! Was ist das? Hilfe! Leute, es funktioniert. Schau mal. Braxy ist einfach gestorben. Die Falle hat funktioniert, Freunde. Oh, okay, jetzt müssen wir uns schnell seine Sachen schnappen, Leute. Oh, oh, okay. Schnell, Leute, wir klauen uns all seine Sachen. Oh, zack. Okay, Leute. Und schnell weg.
Oh Mann, ich hoffe, Braxy sieht das nicht, Leute. Oh, Leute, die erste Falle hat richtig gut funktioniert. Und ich habe noch richtig viele andere Fallen auf Lager. Oh mein Gott. Ich glaube, Braxy wird mir das so heimzahlen. Oh Mann. So, aber erstmal jetzt schnell rein, Leute. Und schnell in unseren Bunker. Nicht, dass Braxy irgendwas riecht. So, dann würde ich sagen, Leute, gehen wir mal wieder in unseren Bunker rein und bringen erstmal die Sachen in Sicherheit, die wir von Braxy geklaut haben. Er hatte gebratenes Hammelfleisch, eine Axt, ein Schwert. Okay, das würde ich sagen. Nein, Braxy kommt, Leute. Oh, er darf das nicht sehen. Lumi? Wie findest du meine neue Pflanze, Braxy? Schau mal, die habe ich eben gekauft. Ja, vergiss mal die Pflanze, die doofe Pflanze. Komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Nein, was? Ich glaube, ein Einbrecher war bei mir. Ein Einbrecher? Nein. Ja, nein, wirklich jetzt. Denkst du, ich würde dich jemals anlügen? Komm mal schnell mit. Guck dir das mal hier an. Ein Einbrecher? Hier auf unserer Insel ein Einbrecher? Bist du dir sicher? 100%. Ich baue mir doch keine eigene Falle. Der hat mich ausgeraubt. Hast du irgendwas gesehen? Was ist... Das sieht aber... Oh, das ist doch eine Falle. Das sind doch... Habe ich ja gesagt. Das... Bist du da reingelaufen? Das ist eine Fallgrube gewesen, glaube ich, oder sowas, ne? Ich weiß es nicht. Hier, ich bin aufgestanden, dann wollte ich raus und dann bin ich hier reingefallen, Mann. Was machen wir denn jetzt? Oh Mann, Braxy, dass wir wirklich einen Einbrecher auf unserer Insel haben. Okay, ich werde auf jeden Fall meine Augen offen halten. Wenn du willst, ich helfe dir auch gerne, das wieder zuzubauen, weil das kann ja so echt nicht bleiben. Das ist ja lebensgefährlich. Hast du Holz da? Nein, aber ich habe Sandstein. Das können wir zur Not erstmal benutzen, Braxy. Okay, das ist gut. Danke dir, Mann, ja? Halt Braxy, die Augen offen, ja? Wenn du Hilfe brauchst, du weißt. Ich bin immer für dich da, ja? Du weißt. Ich weiß doch, Lumi. Du bist doch mein Freund. Tschüss. Okay, bis dann. Oh Mann, Freunde. Ich habe schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber Braxy hat mich auch schon oft geprankt. Ihr wisst, das ist meine Rache heute. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bereiten auch direkt die nächste Falle vor. Aber das ist eben schon fast in die Hose gegangen. Der hat eben fast meinen geheimen Bunker gefunden. Ich habe den auch wirklich ziemlich offensichtlich in mein Haus reingemacht. Also hinter der Küche. Hätte ich vielleicht irgendwo anders hin machen müssen. Aber egal, Freunde. Ich würde sagen, wir machen den wieder auf. Zack. Wow. Und dann gehen wir wieder runter. Natürlich auch schön zumachen. So, jetzt einmal die Fackel. Wow. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, überlege ich direkt mal, was unsere nächste Falle sein wird. Also, was habe ich hier denn alles? Was wir auch machen könnten, ich habe hier so ein One-Way-Glas. Ihr seht schon, wenn ich das einmal benutze, Freunde. So, ich zeige euch das mal. Ich setze das jetzt mal hier hin. So, ihr seht schon, von der Seite sieht das wie ganz normaler Stein aus. Aber von hinten ist das Glas und ich kann da einfach durchgucken. Ihr seht das. Und das könnte ich ja eigentlich an Braxys Haus ranbauen. Und dann könnte ich von außen immer reingucken. Ich glaube, das machen wir, Freunde. Das heißt, ich baue das mal wieder ab. Dann können wir nämlich immer in Braxys Haus reingucken, ohne dass er es bemerkt, Freunde. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir als... Nächstes direkt. Boah, wir könnten eine Treibsandfalle bauen. Ich glaube, das machen wir, Freunde. So, okay. Ich habe jetzt die Sachen geholt. Ihr seht das. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal wieder raus aus unserem Bunker. So, okay. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt eine geheime Glaswand in Braxy sein Haus rein. Okay, müssen aber langsam machen. Er darf das auf keinen Fall bemerken. Okay, ich weiß doch gar nicht, wo Braxy gerade ist. Wo geht der? Hi, Lumi. Hi, Braxy. Wo geht's denn hin heute? Ich muss noch was einkaufen. Ah, du gehst in den Kommst Laden? Kommst du mit? Ja. Ich komm gleich nach, ja? Ich muss noch eben was wegbringen. Bis gleich, Braxy. Ciao. Oh, Mann. Okay, Braxy geht was einkaufen. Das ist unsere Chance, Leute. Okay, dann würde ich sagen, wo machen wir das am besten? Am besten hier. Hier guckt er sowieso nie hin. Okay, jetzt werde ich nämlich hier einmal die Wolle abbauen. Zack. Und da. Okay, jetzt haben wir das einmal freigebaut. Und jetzt müssen wir einmal schnell in sein Haus rein. So, zack, und jetzt platzieren wir das hier. Und jetzt fällt es gar nicht auf. Das sieht aus wie eine normale Wand, Leute. Aber wenn ich jetzt von außen schaue, dann seht ihr schon, ist da einfach Glas. Und ich kann in sein Haus reingucken. Oh Mann, okay, das ist cool. Aber ich glaube, wir müssen das Fenster noch ein bisschen größer machen. Wir machen mal hier auch noch. So, dann vielleicht da noch. Zack, okay, das sieht gut aus. Dann gehen wir einmal hier rein. Okay, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir einmal hier das Glas wieder und machen das einmal dahin. Perfekt. Jetzt sieht das aus wie eine Wand. Aber wir können von außen einfach reinschauen. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal schnell in den Laden gleich rein. Aber guckt euch das an, wie cool das ist. Könnt einfach jetzt hier reingucken. Okay, aber jetzt müssen wir schnell zu Braxy in den Laden. Wir haben ja versprochen, dass wir vorbeikommen. Und dann bauen wir auch gleich direkt unsere nächste Falle mit dem Treibsand auf dem Spielplatz da hinten. Okay, okay. Oh, da bist du ja, Braxy. Hi. Hi, Lumi. Hi. Was hast du dir gekauft? Ja, ich finde nicht das passende Holz für meinen Weg da. Das ist doch kaputt gegangen. Ah, stimmt.
Ich wollte gleich auf den Spielplatz eine Sandburg bauen gehen. Willst du mitkommen? Nee. Wie, nee? Ich kann auch die Sandburg schon mal vorbauen und dann machst du nur noch die Türmchen oben drauf. Das machst du doch so gerne. Okay, dann treffen wir uns dann gleich da. Ja, ich gehe aber erstmal nach Hause. Ach, wegen deinem Loch da. Ja. Ja, ich fange da schon mal an und du kannst dann ja einfach nachkommen am besten, okay? Okay, ciao. Okay, das passt doch perfekt. Dann werden wir nämlich direkt die Treibsandfalle bauen. Oh mein Gott, das Ding ist, Leute, die ist so OP. Wenn man da einmal reinfällt, kommt man da nie wieder raus. Okay, wir bauen die Sandburg immer hier unter dem Haus. Deswegen würde ich sagen, bauen wir das auch hier hin. Dann nehmen wir einmal die Schaufel, zack. Und mache hier einmal die gesamte Fläche frei. So, okay, das sieht sehr gut aus. So, zack. Okay, und jetzt nehmen wir hier den Treibsand und machen den hier einmal hin. Oh mein Gott, das ist so fies. Ist ja ein bisschen dunkel, aber man könnte auch denken, dass es der Schatten vom Haus ist, Leute. So, aber ansonsten, das Ding ist, wir müssen hier noch ein bisschen tiefer bauen, weil sonst, der muss ja in den Sand richtig reinfallen. So, deswegen habe ich jetzt nochmal kurz abgebaut. Wir müssen es nochmal einen Block tiefer machen. So, hier und da und das alles frei. Und dann bauen wir hier eine richtig dicke Sandgrube. Oh mein Gott, das wird so fies. So, jetzt hier überall Treibsand. Wir dürfen da auf keinen Fall selber reinfallen. Wenn man da einmal reinfällt, dann war's das. So, okay. Oh, ich hoffe, Braxy kommt jetzt nicht schon direkt, weil dann würden wir ja direkt auffliegen. Okay. So, wo ist denn Lumi jetzt? Oh nein, er kommt. Hier eine Sandburg, da eine Sandburg. Hier und dann bauen wir noch einen Weg darüber. Wo? Da kommt der. Lumi. Na. Hallo. Hi. Ich baue gerade schon die Sandburg. Magst du mir helfen? Ja, was soll ich machen? Praxi, Lumi. Praxi, Lumi, komm nicht mehr raus. Wie, was? Was ist denn das? Du gehst ja unter. Lumi, hilf mir. Oh nein. Oh, Lumi, hilf mir bitte. Praxi, nimm meine Hand. Praxi, du gehst unter. Gib mir deine Hand. Praxi! Lumi! Praxi! Ich komm nicht ran! Du schaffst das! Gib mir deine Hand, Praxi! Praxi, komm schon! Praxi, nein! Oh, es funktioniert, Freunde! Es funktioniert! Praxi? Bist du noch da? Oh, Leute! Oh, ja! Er ist gestorben, Leute! Oh, er hatte aber nichts dabei. Schade, aber... Okay, aber wie erkläre ich ihm das jetzt? Aber die Falle hat auf jeden Fall funktioniert. Oh mein Gott. Okay, wir dürfen auf jeden Fall hier keine Spuren hinterlassen. Wir bauen das alles mal wieder zu, wie als wäre das hier ganz normaler Sand. So, okay. Und jetzt bloß wie... Und jetzt nichts wie weg, Freunde. Oh, schnell. Oh, okay. Die Falle hat auf jeden Fall auch super funktioniert. Oh, Mann. Okay, vielleicht ist Braxy jetzt wieder in seinem Haus. Und dann können wir ja hinten mal durch meine geheime Glaswand durchgucken und schauen, was er so treibt. La, 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 la. Und da ist er wieder, Freunde. Oh, er geht ins Haus rein. Okay. Alter, was war denn das gerade? Ich bin voller Sand. Ich muss duschen. Oh, schnell. Ui, okay. Jetzt können wir ihn hier heimlich beobachten, weil er sieht das von innen gar nicht. Oh, Mann. Okay, was... Was macht der da? Na, bisschen Kuchen. Tut immer gut. So, das darf Lumi nicht sehen. Okay. Was darf ich denn nicht sehen? Er verheimlicht mir irgendwas. So, das packe ich jetzt auch hier unterm Tisch. Er verheimlicht mir irgendetwas. So. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, wir machen uns direkt auf den Weg zurück in mein Haus. Ich baue direkt die nächste Falle. Das kann nicht sein. Er hat irgendein Geheimnis vor mir. Oh Mann, ich wusste es. Okay, dann nichts wie rein ins Haus. Es fing doch an mit Regnen. Okay, dann gehen wir zurück in unseren geheimen Bunker. Und ab nach unten. Zack und schwupp. Was machen wir als nächstes? Oh, ich habe eine gute Idee. Ich habe hier so eine Käfigfalle und eine Ofenmine können wir auch noch bauen. Oh. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal die Käfigfallen und die Ofenfalle nehmen wir auch mit. Weil, wenn er da einmal was reinmacht, explodiert das einfach. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das wieder zu und dann gehen wir wieder nach oben. Und dann schauen wir mal, was Braxy von mir verheimlicht. Irgendwas stimmt da nicht. So, das machen wir auch wieder zu. Oh Mann, was machen eigentlich meine Fische? Okay, denen geht's auch gut.
Okay, super. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell zurück zu Braxys Haus und schau mal, was er da so treibt. Wir müssen nämlich irgendwie diese Ofenmine heimlich platzieren, ohne dass er es bemerkt. So, was ist er da? Ich guck mal lieber von unserem geheimen Fenster aus. Ich glaube, er ist gerade... Zack. Dann nehmen wir noch ein Stückchen Kuchen. Lecker, lecker, lecker. Braxy, klopf, klopf, bist du zu Hause? Ja. Ja, jetzt. Ja, hi. Hi, Braxy, was machst du? Ich habe Kuchen gegessen. Möchtest du ein Stückchen Kuchen? Wolltest du nicht deinen Weg reparieren? Der ist immer noch aus Sand. Ich hatte doch kein Holz. Ja, was treibst du so? Wieso? Schönen Kuchen hast du gebacken, muss ich sagen. Dankeschön. Boah, hast du den mit diesen Öfen hier gebacken? Boah, das ist ja... Boah, die sind echt... Aber die könnten, glaube ich, mal ein Upgrade gebrauchen. Oder mal, du musst mal putzen oder so. Die sind echt ziemlich schmutzig, Braxy, muss ich dir ehrlich sagen. Ich muss dir noch was zeigen. Ich hole kurz was. Ich bin gleich wieder da. Okay. Das ist unsere Chance. Schnell die Öfen austauschen. So, zack. Jetzt die Ofenmine. Okay. Perfekt. Lumi. Ja, Ich kann es dir doch nicht zeigen, sorry. Ich habe ein bisschen Kuchen gegessen, war das... Bisschen? Ja. Du hast ja alles aufgegessen. Tut mir leid, ich hatte echt... Raus. Okay, dann... Du kannst dir doch neuen Kuchen backen, beruhig dich mal. Mann. Okay, Leute, jetzt schnell. Okay, wir gucken jetzt. Was macht der? Nein, er geht in den Ofen. Was macht der? Ich glaube, er will sich jetzt einen neuen Kuchen backen. Oh Mann, das ist perfekt. Komm schon. Geh an den Ofen, Braxy. Komm schon. Dieser blöde Lumi hat all meinen Kuchen gegessen. So. Wow! Nein! Was ist das? Oh Mann! Es hat funktioniert, Leute! Oh mein Gott! Haus ist explodiert! Mein Haus! Nicht schon wieder! Braxy! Was? Was machst du denn hier? Was ist denn mit deinem Haus passiert? Hast du da rumexperimentiert oder was? Mann, ich glaube, ich habe die falschen Zutaten benutzt. Oh Mann, da ist ja alles kaputt gegangen. Soll ich das wieder aufbauen? Der Ofen ist explodiert. Ja, das war voll... Ich hab da meinen Kuchen genommen und da habe ich so Kuchenstreusel gemacht und dann habe ich den Ofen angemacht und dann ging der in die Luft. Oh Mann! Was? Wieso denn nochmal? Oh Mann! Check! Lumi? Was machst du denn mit deinen Öfen, Lumina, Braxy? Warte! Warum? Ich hab doch gar nichts gemacht, Braxy. Ich stand doch hier die ganze Zeit. Pflaumkuchen, Pustekuchen esse ich auch gern. Und du? Lumi? Ja? Lauf. Eins, zwei, Ich bin fange, du darfst mich fangen, gib mir 10 Sekunden Vorlauf, bis gleich. Okay, schnell weg. Leute, ich werde jetzt direkt das ausnutzen und die Käfigfalle platzieren. Er wird mir bestimmt hinterherlaufen. Okay, wir machen die einfach hier schnell hin. Wir werden bestimmt hier drüber laufen. Okay, zack. Lumi, bleib stehen. Fang mich doch, du Eierloch. Es hat funktioniert, Leute. Lass mich raus. Oh Mann, perfekt. Er ist da genau reingelaufen. Raus, lass mich raus, Mann. Ey, lass mich sofort raus. Ich meine das ernst. Okay, ich glaube, wir sollten echt umdrehen, um ihn da mal rauszuhelfen. Ich glaube, der kommt da sonst gar nicht alleine raus. Braxy, was ist denn? Was machst du denn da? Warum bist du dann eingesperrt? Das warst du. Hä? Wie, das war ich? Das alles du. Nein, ich schwöre, ich bin da drüber gesprungen, aber... Hol mich hier raus, Mann. Okay. Ausnahmsweise helfe ich dir mal. Beeil dich, es regnet. Ich muss zu meinem Haus, Mann. Lass mich in Ruhe. Das hat auch perfekt funktioniert. Wie cool. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück in unseren geheimen Bunker. Dann einmal die Fackel und in unser geheimes Fach rein. Leute, ich würde sagen, wir bauen noch eine allerletzte Falle. Was könnten wir machen? Ich habe noch so vieles. Ich habe hier noch so Gift, Leute. Wenn man damit in Berührung kommt, wird ein richtig schwindelig. Wir haben auch noch das Fake-Gras. Ich glaube, wir bauen jetzt noch eine Falle aus dem Toxin und aus dem Fake-Gras, Leute. Ich muss nur irgendwie aufpassen. Langsam ist es echt auffällig. Ich habe keine Ahnung, was Braxy gerade treibt. Ich glaube, der wird sein Haus reparieren. Er ist richtig sauer, aber alles in die Luft gegangen ist. Oh Mann. Ich werde ihm einfach sagen, ob er Lust hat, später mit mir campen zu gehen. Und dann werde ich einfach in seinem Zelt, das ist eine gute Idee, die Falle reinbauen. Meine Schaufel. Dann buddel ich hier einmal alles frei. So, zack. So, wobei, wir brauchen eigentlich nur das hier. Genau, wir machen nur hier. Das sollte reichen. So, dann machen wir hier einmal frei. Und jetzt machen wir einmal das Toxin hier rein. Ich zeige euch das mal, wenn man das hier reinmacht. Zack. Sobald man da reinläuft, wird einem richtig schwindelig und richtig übel. Jetzt nehmen wir das Fake-Gras. Und das kann man nämlich jetzt hier drüber machen. Und das sieht aus wie Gras. Aber sobald man drüber läuft, fällt das einfach zusammen. Oh, richtig cool. Okay, jetzt müssen wir schnell Braxy holen gehen. Der muss ja da reinlaufen. Guck mal, der ist doch gerade da vorne schon wieder. Was treibt der da? Na. Braxy, brauchst du Hilfe bei deinem Haus? Oh, ich schaff das heute nicht mehr.
Vielleicht brauchst du ein bisschen Ablenkung. Wie wär's denn, wir eine Runde campen gehen? Ja, komm. Ich habe eh keine Lust, hier mehr zu sein. Ich schaff das heute nicht. Komm. Ja, dann hast du überhaupt... Ey, wo schlägst du mich? Hast du überhaupt Verpflegung dabei? Nee, ich habe Bäumendings dabei. Okay, ich glaube, mein Brot sollte reichen. Ja, dann lass uns auf den Weg machen zum Campingplatz. Ich war echt lange nicht mehr campen. Ich fühle mich nicht so gut. Heute passieren mir nur blöde Dinge. Du hast heute echt einen schlechten Tag. Erst explodiert dein Haus, dann irgendein Einbrecher. Also heute ist echt merkwürdig, muss ich dir sagen. Ich glaube, wir müssten vorher unsere Campingzelt auch erstmal ein bisschen putzen. Wir waren da echt lange nicht mehr. Ich würde sagen, ich mache meins schon mal sauber. Du kannst ja dein Gelbes auch schon mal sauber machen. Ja. So. Hä? Was ist... Oh nein, Lumi! Braxi! Lumi! Was ist denn? Lumi! Oh Mann, Leute, ich glaube, ich bin richtig schwindelig! Lumi, hilf mir! Komm raus, schnell, Braxi, komm raus! Schnell! Du schaffst das! Was ist denn? Ich kann mich nicht bewegen! Braxi, was ist denn los mit dir? Bist du betrunken oder was? Mir ist schwindelig, Hilfe! Nein! Ey! Es ist ja ekelhaft! Du hast da ja jetzt nicht wirklich einfach... Oh, das ist... Nee, Braxi, das... Bring mich ins Krankenhaus! Warum? Das, also, ich verstehe jetzt gerade nicht, was ist denn los mit dir? Was? Alter, da ist irgendwas gewesen, ich bin da reingefallen! Hä? Was meinst du hier? Hier ist doch gar nichts. Hier ist doch... Da war doch gerade was. Ich weiß ehrlich nicht, was mit dir los ist heute, Break. Also, ich weiß auch nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich baue das Loch mal wieder zu. Wahrscheinlich hat sich da irgendjemand ein Wildschwein oder sowas. Ich war ein bisschen die Erde locker, wer weiß. Lumi? Ja? Hier für unsere Freundschaft, weil du mir immer so schön hilfst. Ich geh jetzt nach Hause, weil ich traurig bin. Oh Mann, Freunde, jetzt habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen. Er ärgert mich zwar auch immer, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Braxi schon ein bisschen traurig ist. Ich glaube, wir müssen ihn irgendwie noch ein bisschen aufmuntern. Wie wäre es, Freunde, wenn ihr jetzt alle für Braxi einfach ein Like da lasst? Und später, wenn ich ihm das Video zeigen werde und ihm zeigen werde, dass ich ihn nur veräppelt habe, würde er sich bestimmt freuen über die Likes. Deswegen lasst einfach jetzt ein Like für Braxi da, Leute. Und dann würde ich sagen, checkt doch gerne seinen Kanal ab, ist in der Beschreibung. Und dann seht ihr uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde, ciao!